Lange halte ich das nicht mehr durch. Ich stehe gerade etwas unter Strom, wenn ich ehrlich bin. Das liegt nicht an den Adrenalinspritzen. Ich muss rein, ich muss ein Feuer machen. Ganz schnell. Dann muss ich schlafen. Auch ganz schnell. Ohne die Fackel wäre ich jetzt garantiert tot. Warte mal, wo ist denn der? Wo ist denn das Haus? Ich sehe das Haus nicht, bin ich blind? Ach, da ist es doch. Gott sei Dank. Scheiß drauf, was jetzt hier alles hier rumliegt. Ich kann jetzt eh. Zu essen habe ich genug, ich habe von allem genug. Ich habe auch gerade von diesem See genug. Hey, da war eine Axt, habt ihr sie gesehen? Die hat da im Steg gesteckt. Aber die brauche ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt einfach nur noch dieses blöde Haus und dann. Möchte ich die Augen zumachen neben einem prasselnden Feuerchen. Oh, mach mich nicht unglücklich. Und dich nicht. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Wir müssen jetzt eigentlich nochmal einen Energieschub kriegen, weil du hier siehst, dass hier die Rettung ist. Oh, und zum Glück habe ich die Tür offen gelassen. Das habe ich nämlich nicht grundlos gemacht. Ich habe mir schon gedacht, dass ich eventuell nicht so glücklich bin, wenn ich heimkomme. Ach, scheiß drauf. Die Unterkühlung muss ich in den Griff kriegen. Das Buch mag ich eigentlich echt nicht verbrennen. Ich kann jetzt auch nicht auf meine Werte schauen. Jetzt müsste es aber langsam besser werden. Well, that didn't work. Jetzt haben wir wenigstens keine extreme Anstrengung mehr. Nur Wolf kann uns auch nicht angreifen, die Tür ist zu. Eigentlich könnte man da unten den Bären anlocken, ihn vom Weiten anschießen, die Tür zu machen und dann immer wieder anlocken. Kommt man ganz gut am Bärenfleisch hier. Wenn man eine Waffe hat. Also eine Schusswaffe. Das Spiel verarscht mich, merkt ihr das? Das Gute ist, dass wir jetzt nur noch ganz, ganz langsam sterben. Weil wir nicht mehr so extrem erfrieren. Aber das Feuer brauche ich trotzdem. Dann esse ich was und dann mache ich mich auf den Weg. Trinke was, schlafe. Ein paar Stunden. Die Hütte ist eigentlich voll cool. Ich hätte bloß, wenn ich die wäre, erstmal Glas ins Fenster gemacht. Dreifach Glas am besten. Dann ich die Tür sicher gemacht und wahrscheinlich ein paar andere Sachen auch noch. Ich bin froh, dass wir es bisher geschafft haben. Brenne Feuer. Brauche ich jetzt nicht mehr. Ich muss was essen. Und trinken muss ich auch was. Ich kann dann später nochmal schauen, was ich alles wieder mitnehme. Aber erst wenn ich ausgeruht bin. Die ist zu gut. 7 Stunden ist okay.
Ich will mal gucken, kann ich denn das Buch nutzen? Schade. Kann ich nicht lesen. Warum, weiß ich nicht. So, was brauchen wir davon? Brauche ich eigentlich alles nicht? Die nehme ich mit. Die Epa kann hier bleiben. Das nehmen wir mal mit. Ich bin echt froh, dass ich diese Erste-Hilfe-Spritzen, diese Spritzen hatte. Ohne die hätte ich verloren. Drei Stunden schlafen. Okay, das Feuer ist aus, aber uns geht's bestimmt noch gut, oder? Minus 9 Grad. Okay, ist denn irgendwas kaputt gegangen? Die trage ich jetzt noch so lange, bis sie kaputt sind. Das Wasser trinken wir dann auch noch. Und ich muss mich auf den Rückweg machen. Das lass mal hier. Machen wir den Rest noch rein. Ist der Brennstoffvorrat auch weg. So, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr brauchen, oder? Ich lasse mal lieber. Ah, die Bügelsäge weiß ich, dass ich nicht mehr brauchen werde. Wir haben noch 2 Tage. Das sollte reichen bis zur Küstenstraße sowieso kein Problem. Wollen wir kurz was gucken? 13 Stunden über den Gefrierpunkt. So, da geht's auf jeden Fall zurück nach Hause. Naja, ich hätte vielleicht doch noch ein bisschen im Ding bleiben sollen, aber ehrlich gesagt. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich kapiere das echt nicht. Der ist ganz normal gelaufen und bricht sich dabei das Handgelenk. Passiert mir auch nebenbei bei so einem... Klar, wenn die jetzt verstauchten Knöchel, kann ich noch verstehen. Umknicken. Aber ehrlich gesagt, du läufst doch nicht einfach ganz normal gechillt und... Oh, meine Hand ist gebrochen. Also würde ich mir sehr Gedanken machen, wenn das passiert. Vielleicht hat er Glasknochen. Und bewegt seine Hand zu schnell oder so, was weiß ich. Ort der Trostlosigkeit, ja, ich weiß, wo der ist. Ungefähr zumindest. Geh weg! Böser Wolf! Der nächste Wolf. If I don't rest soon, I'm gonna faint. Scheiße, jetzt habe ich meine ganze... Na super, wegen diesem Scheißwolf. Ich dachte, so werde ich ihn auch los. Can't feel my feet. Ja. Kann ich jetzt auch nicht ändern.
ist meine letzte. Ich muss das Triebwerk wiederfinden. Ich überlege gerade, vielleicht sollte ich doch noch mal kurz laden. Denn ehrlich gesagt sehe ich gerade gar nichts. Es ist permanent immer noch dunkel, warum weiß ich nicht. Warum wird sie nicht mehr hell? War sie überhaupt schon mal hell? Ich krieg bloß seine Scheiß aus, aber im Luft sehe ich auch nicht viel mehr. Ne, ich muss hier oben lang. Jetzt habe ich auch noch Edgar die Fliege um mich. Ja, wir haben ihn Edgar genannt. Er überwintert hier. Ich muss dann auf jeden Fall im Bunker ein bisschen schlafen. Ich muss... Irgendwo hier war das, ja. Ist das eine Höhle? Dann penne ich auf jeden Fall in der. Sieht vielversprechend aus. Was ist das für eine Höhle? Wie groß die ist. Oh, ist doch kein Mensch. Ach, das Feuer. Das Buch kann ich eh nicht gebrauchen. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich es noch brauche, aber ehrlich gesagt, nein. Brennbuch. Ich finde es jetzt einfach nur wieder scheiße, dass ich mein letzte Flair aufgegeben habe und dann habe ich es wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Ich hätte auch nicht rennen sollen. Ich habe ja auch ständig Pech mit diesen Schneestürmen. It worked. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder von vorne anfangen bei der Unterkühlung. Ja. Noch eine Stunde mehr schlafen schadet nicht. Und ehrlich gesagt, alles was wir jetzt... Ich muss bloß erstmal runterkommen dann. Bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das überhaupt was gebracht hat, diese eine Stunde jetzt schlafen. Bin ich jetzt immer noch bei 40%?
trinke gleich noch einen Kaffee. Es wird immer schlimmer. Halt. Anstatt besser wird es tatsächlich gerade immer schlimmer. Ich habe eigentlich gedacht, ja, dann hast du es geschafft, dann findest du den Weg schon noch aus. Ich glaube, ich bin einfach total falsch gelaufen. Fällt mir gerade was ein. Ja, die ist noch ganz, ich wollte sie gerade schon wegschmeißen. Ich habe gedacht, ja, die sind jetzt garantiert eh kaputt. Bin ich von hier gekommen? Ist egal, ich glaube, es war ganz gut, dass ich da erstmal kurz gerastet habe. Wenn ich jetzt den Weg nach unten finde, den Weg zur Mine finde ich garantiert noch. Also am meisten regt mich an dieser Stelle eigentlich auf, dass ich überhaupt gar nichts finde immer. Und dass ich ständig Sturm habe. Und auch nur noch Dunkelheit. Der hat doch schon seit über 2 Tagen kein Tageslicht mehr gesehen. Warum? Genau 2 Tage. Ist das Holz? Nein, sieht noch aus wie ein Stein. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, da, dass vielleicht dieser Tunnel mich irgendwo hinbringt. Vielleicht gibt es. Es gab, glaube ich, irgendwie eine Tunnelverbindung noch. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher jetzt. Ich hätte es gedacht, es gibt eine, aber anscheinend habe ich mich geirrt. Echoschlucht. Ich bin falsch gelaufen. Oh nein! Ich bin total falsch gelaufen. Wie kann denn das sein? Ich bin doch direkt hintergelaufen, oder? Oh nein! Es sieht so aus, als ob ich hier doch noch sterbe. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich hätte nicht schlafen sollen. Ich gehe nochmal von dahin zurück. Echerschlucht war ich nicht. Ich glaube, ich gehe einfach mal rechts lang. Ich hätte direkt aus dem im Haus noch warten sollen, glaube ich. So, den Kaffee lasse ich jetzt erstmal, den brauche ich vielleicht später noch.